Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Paragon Pioneers. Ich war heute schon richtig produktiv und habe gedacht, jetzt habe ich so viel irgendwie erledigt. Also ich war einkaufen, ich habe ultra viel Wäsche gemacht, Staub gesaugt, ich habe den, was habe ich noch gemacht, Geschirr gespült und dachte mir, dann kann ich jetzt mal unproduktiv sein und mich so ein bisschen Paragon Pioneers widmen. Und das war in der Tat bislang sehr unproduktiv. Also wir haben zumindest die zukünftige Tabakinsel schon einigermaßen freigeräumt. Hier läuft auch einiges an Kämpfen. Hierfür fehlen mir gerade die Tanks. Deswegen kämpfe ich da noch nicht. Da könnte ich mal welche nachholen. Ne? Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Jetzt nicht ultra viele, aber na, euch kann ich doch zum Nachfüllen safe nehmen. Da würde ich jetzt auch gar nicht mehr so viele mit dazu packen. Machen wir mal so. Und dann gib mir nochmal 100 von denen und das reicht hoffentlich. We'll see. Ich hatte zwischenzeitlich noch eine andere Insel erkundet, weil ich mir dachte, hey, neue Insel, wir brauchen ja irgendwo noch Gold. Nehmen wir mal eine 18er Insel. Da können wir ja 8 Gebirge drauf packen, richtig gut. Und dann sagen wir, möchten bitte einmal Gold mit 7 extra Vorkommen. Also insgesamt 8-mal Gold. Das ist, glaube ich, auch das, was wir brauchten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht brauchten wir auch nur 6-mal. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, hey, das ist halt voll gut. Und dann habe ich die Insel weitestgehend freigeräumt. Also zumindest so, dass ich alles sehen konnte und habe festgestellt, cool, die Gebirge sind halt so gefallen, dass einfach nur 5-mal Gold da ist, obwohl es halt 8 Gebirge sind. Aber die sind halt so scheiße zusammen, dass es halt einfach nur 5 Goldvorkommen gab und das war halt auf jeden Fall zu wenig. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann machen wir das halt nicht und habe die Insel dann wieder weggegeben und habe einen neuen Versuch gestartet. Mal gucken, ob das was wird, weil ich würde tatsächlich ganz gerne 18er Insel nehmen, aus dem einfachen Grund. Bei der 20er Insel haben wir dann hier die starken Schwertkämpfer und Armbrustschützen und, also der stärkere Boss ist mir relativ egal, aber zumindest die dann in größeren Mengen auch schon wieder mit drin. Und so eine 18er Insel freizuräumen ist halt in der Tat sehr, sehr entspannt und für das in Häkchen ein bisschen Gold, was wir brauchen, da wäre das halt ganz cool, wenn das funktionieren würde, aber ja, gucken wir mal. Also es ist aber auch wirklich einfach richtig blöd gefallen, weil theoretisch kannst du ja hier so eine Front haben, mit, also wo dann halt auch einfach hier schon auf 5 Teilen 5 Goldvorkommen sein können. Und es war aber immer so, irgendwie hier ist halt ein Knick und dann ist es halt so senkrechtes Gebirge gewesen, also was nach oben oder unten weggeht und da sind halt keine Vorkommen, warum auch immer das nicht geht. Vorkommen sind ja nur so an so waagerechten Teilen. Warum auch immer. Ja, und dann war halt immer so ein waagerechtes Teil, Knick, senkrecht. Dann wieder ein waagerechtes Teil mit einem Vorkommen. Und so haben wir wirklich auf der kompletten Breite von einer 18er Insel einfach nur 5 Teile gehabt, die waagerecht waren. Und da war halt überall Gold. Also ich weiß nicht, ob das einfach richtig blöd gelaufen ist, wie das Gebirge geformt war, oder ob das grundsätzlich einfach eine furchtbare Idee ist, was ich da versuche. Aber gucken wir mal. Finden wir es raus. Abgesehen davon habe ich auch schon rausgefunden, dass ich circa 6 Zigarren pro Minute brauche, wenn ich 1000 Kaufleute und 1000 Paragons zufriedenstellen möchte. Also tendenziell ein bisschen weniger sogar. Aber ich denke, 6 Zigarren pro Minute ist irgendwie so ein ganz guter Richtwert, wo man mal mit arbeiten kann. Das heißt, hier kann der Shit jetzt mal weg. Und dann fangen wir mal hier an, Zigarren Dreher und Tabakfarmen vor allem zu bauen. Mal gucken, so weit geht das schon. Das ist doch ganz okay. Dann müssen da gleich noch die Felder dazu. Also der Plan ist wirklich jetzt, wir brauchen dann 12 Zigarrendreher und 24 Tabakfarmen und das kriegen wir hier halt richtig easy hin auf die Insel. Also im Moment noch nicht, weil sie natürlich nicht komplett freigeräumt ist, aber so tendenziell ist es halt einfach gar kein Stress. Das ist die zu große Variante. Die brauche ich gar nicht. Die Variante reicht mir hingegen völlig. Ich hätte das Sägewerk da lassen können. Das wäre voll gut gewesen. Wir brauchen nämlich durch die Lagerhäuser einfach mehr Bretter. So, und dann
Tabakfarm. Ich baue erstmal nur die hin, die wir jetzt komplett irgendwie machen können mit Feldern. Alles andere so, ja. Machen wir später. Also die schenke ich mir jetzt auch nochmal. Und zumindest schon mal ein bisschen was da. Das heißt, wir können auch schon... Können wir uns das leider? Ja, das können wir uns noch leisten. Können auch einfach schon... Nein, mach das mal so. Vier reicht nicht. Ah ne, haben wir zu wenig Bretter für. Denke ich. Gut, dann halt nur drei. Passiert. Ja, und dann ist das doch aber schon mal ein Anfang mit den Zigarrendrehern und den Tabakfarmen und was anderes muss hier halt auch nicht hin. Das heißt, wir haben 7 Farmen. Wie viel haben wir hier am Start? 9 und 4. Ja, aber das reicht doch Masse, oder? Also die produzieren 2 pro Minute insgesamt. Und wir brauchen im Moment so 1,3. Das heißt, wir können doch jetzt theoretisch schon die Handelsroute einfach umstellen. Die Lungenkrebs, wie ich sie völlig vergessen hatte. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Schiffe dann da haben will, aber okay, Wegpunkt hinzufügen. Kippen 2, früher anfahren und einladen Zigarren. So, dann... Ja, es war gerade so die Überlegung, ich habe da noch so viele... Ich habe auf der Insel halt einfach noch so viele Zigarren. Aber andererseits ist es halt auch so... Passt schon. So, und dann schmeiße ich das Donnerentchen und die Korallenkrähe da nochmal rein. Viel mehr werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Gucken wir mal. Rechne ich bei Gelegenheit aus. Erstmal passt das so. Die Handelsroute ist angepasst. Das ist sehr schön. Und dann können wir tatsächlich die Kippeninsel einfach weggeben. Lass mich nochmal kurz drauf gucken, aber hier ist alles soweit schön. Ist auch gerade kein Schiff da, womit ich noch irgendwas wegtransportieren könnte, wie die Bretter zum Beispiel. Also weg mit dem Aal. Ja. Ja. Weg ist sie. Ich ärgere mich so ein klein bisschen, dass ich die Hummervorkommen testweise nicht mit auf die Goldinsel gepackt habe, weil dann hätte ich die Insel einfach Mr. Krabs nennen können. Und beziehungsweise ich hätte sie einfach... Ich hätte sie einfach... Hallo, ich mag Moneten. Nennen können. Das wäre halt noch eine super Idee gewesen. Aber nun gut, keine Hummervorkommen. Wobei, wenn die Insel furchtbar ist und wenn das halt nicht genug Goldvorkommen sind, dann nehme ich vielleicht eine 20er-Insel mit Gold und Hummern. Und vielleicht nenne ich die dann einfach, ich mag Moneten. Mal gucken. Wäre schon irgendwie ganz lustig. Ich find's cool. So, können wir gerade noch was machen? Ich glaube tatsächlich nicht. Wir können anfangen, hier Stuff zu bauen. Wir können vor allem erstmal die Dinger wegreißen. Die hatte ich nur dahin gebaut. Wobei, vielleicht machen wir das noch nicht. Ach, gerade kein brauchbares Schiff hier, ne? Ne, okay. Dann... Dann müsste ich mir jetzt das Layout aufmachen, um zu gucken, wie ich das vernünftig hinpacken muss. Ja, nee, das machen wir vielleicht mal im nächsten Schritt. Nee, ich glaube, ich möchte die Zigarreninsel auch erstmal... Achso, die muss ich noch umsortieren, ne? Die muss dann... Nach hier, glaube ich. Da war die vorher. Gerade richtigen Brain-Lag gehabt. Aber ja, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, ich warte erstmal nochmal, bis ich die hier weitestgehend am Start habe. Also vielleicht nicht 100%, aber schon größtenteils.
dass sich da dann, also dass bei der Handelsroute auch einfach vernünftig passiert für mehr Personal, hätte ich fast gesagt, für mehr Einwohner. Ist er den Vorhang zugezogen und jetzt wandert tatsächlich die Sonne noch so weit rum, dass sie mir gleich trotzdem ins Gesicht scheint. Nun gut, passiert. Das hat man davon, wenn man den Vorhang nicht ganz zumacht. So, die Kämpfe dauern, okay, das geht sogar. 6 Stunden, fast 5 Stunden, okay, 5 Minuten. Es kommt dann Einheiten wieder. Na, nicht so viele Tanks. 4 Stunden, okay. Ja gut, der wird halt erstmal ein Fail. Das war auch nur, um den Kleinkram hier wegzu räumen, hauptsächlich. Aber wir können doch einfach trotzdem schon mal, wenn das langfristig unser Ziel ist, ich muss noch mal gucken, wie genau ich die Aufteilung mache. Vielleicht mache ich jetzt auch einfach Häuser an falsche Stellen. Ich weiß noch nicht, ob wir komplett mit Holzimport leben können, aber macht es gerade mal so und wir bauen hier einfach schon mal ein paar von den Hütten hin. Fisch müssten wir ja mehr als genug haben. Das passt so, oder? Hier oben. Also davon werde ich halt auch auf jeden Fall noch was wegreißen müssen, wieder. Aber ja, meine Güte, dann sind die halt schon mal da. Und können schon mal einziehen. Und so viel Bedarf haben die ja jetzt ganz ehrlich nicht. Also Schnaps müssen wir sowieso genug haben. Also da sollten wir halt easy genug produzieren. Von daher mache ich mir da erstmal gar keinen Stress. Was wir dann eher zügig machen müssen, sind halt die Pionier und schon wieder vergessen, wie die heißen. Bürger. In Wirklichkeit nicht Pionier, sondern Kolonisten und Bürger. Die beiden Stufen müssen wir relativ fix machen. Also die so schnell aufwerten, wie es geht. Weil wir tatsächlich dafür Wollstoff und Leinenstoff brauchen. Und das sind beides Sachen, die wir im Moment nicht hier auf der Insel produzieren. Leinenstoff produzieren wir tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir Wollstoff angeliefert kriegen, tatsächlich. Theoretisch. Ich glaube nicht. Nee, das, doch, kriegen wir. Okay, dann ist mit Wollstoff alles easy. Aber wozu, ehrlich gesagt? Ich bin mir gerade unsicher, wofür. Also es ist halt okay. Passiert jetzt halt auch nicht so viel, weil wir verbrauchen nichts und dann pendelt halt ein Schiff hin und her, soll es machen. Das war noch sinnvoll, als wir hier auf der Insel Kleidung produziert haben, aber das machen wir ja längst nicht mehr. Von daher weiß ich jetzt gerade nicht so. Mal gucken. Naja, wie viel... Ich und meine Buttons hier, ne? Wir werden auch keine Freunde mehr. So, wir brauchen 6,3, 10, ungefähr 11 Fisch pro Minute. Produzieren hier. Wie viel produzierst du pro Minute? 3 in 4 Minuten. Also 0,75, macht das Sinn? Pro Minute? I think so. Wie viele Fischerhütten haben wir? 17. Okay, wir produzieren halt 7,5 plus, es müsste reichen. Ja, es müsste locker reichen. Also wir produzieren safe 12 Fisch pro Minute, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei, die sind nicht 100% ausgelastet alle, ne? Lass mal gucken. Nicht irgendwer weniger als 100% auch?
Oder habe ich die so umplatziert? Du hast nur 88%. Weil das Ding da steht? Come on. Nee, weil du da bist. Du hast sogar nur 62%. Das heißt, du stehst da eigentlich richtig kacke. Aber für dich habe ich auch einfach keinen besseren Spot. Okay, dann könnte das tatsächlich knapp werden. Importieren wir eigentlich irgendwo Fisch? Rein theoretisch? Nee, ne? Produzieren wir irgendwo noch Fisch? Irgendwo hatte ich doch mal angefangen über die Insel. Das war, glaube ich, auf der alten Flachsinsel, glaube ich, ne? Irgendwo hatten wir nochmal angefangen, Fisch zu fangen. Die ganzen Garnisonen, die ich hier spaßeshalber hingebaut habe, kann ich mal wegreißen. Die bringen halt gar nichts mehr. Okay. Ah ja, noch immer noch 83 Einheiten rum, aber das sind... Oh, das sind sogar 83 brauchbare Einheiten. Ja, in dem Fall habe ich trotzdem kein Schiff, über was dahin fahren kann. Na gut, machen wir dann. Die Kartoffelinsel ist jetzt quasi auch, oder die Schnapsinsel ist quasi auch final. Ich könnte hier oben noch irgendwas hinpacken. Entweder noch eine Kartoffelfarm, also dann hier irgendwie so ran, oder vielleicht noch ein Holzfäller oder so, wenn ich will, aber ich wüsste gerade nicht wofür. Und wir haben jetzt genau 40 Farmen. Das fand ich einen sehr schönen Wert, von daher sind das einfach 40 Schnaps pro Minute. Damit kommen wir eine Weile hin. Das ist halt total übertrieben viel, oder? Werden wir halt im Leben nicht brauchen. Ah, wobei. Nee, werden wir halt nicht. Also für 1000 Kaufleute wahrscheinlich schon so, oh Gott, lass es 4,5 sein, mal 5, 20, also wahrscheinlich schon so, ja, 22,5, passt das? Lass es 25 sein am Ende im Worst Case, aber also Schnaps haben wir halt bis zum Umfallen. Die Frage ist jetzt, können wir das ausnutzen und da theoretisch auch gleich noch Likör machen. Aber eigentlich wollten wir für die Festmähler eine eigene Insel machen mit Fruchtbarkeit für Kartoffeln, Honig und Hummer. Könnten wir halt easy machen. Und da muss ich auch nicht noch mehr Kram hin und her schippern. Also auf eine Handelsroute mehr oder weniger kommt es jetzt halt auch nicht drauf an, aber es ist halt so, ja, nee, muss halt auch nicht sein. Ist was fertig, sehr schön. Da brauche ich mit 6 von denen, glaube ich, gar nicht erst anzufangen. Ich könnte 100 von denen da hinschicken, aber die kriegen wahrscheinlich unfassbar auf den Sack, oder? Lass mal kurz gucken. 14 und 129. Ja. Die kriegen schon unfassbar auf den Sack. Also die verlieren und räumen nicht genug weg, dass ich es okay fände. Ja, stattdessen ist das wahrscheinlich so eine Sache. Gib mir 20 davon. Immer noch Sack, okay, sehr furchtbar. Was mache ich denn gegen 129 von den Langbogenschützen, solange ich noch keine Kanoniere habe? Außer bitterlich weinen. Mehr Tanks? Oh ja, deutlich mehr Tanks. Damn, aber selbst mit 100 von denen haben wir nur eine 82% Win-Chance. Okay. Das macht alles schlechter. Ja, 5 Kanoniere wären halt schon eine 100% Win-Chance.
Und mit 10 Kanonieren hätten wir einfach... Weißt du, vielleicht spare ich mir den Punkt einfach. Also vielleicht sage ich mir einfach, nö. Machen wir mal noch nicht. Vielleicht mache ich das einfach noch nicht. Oh, das ist der falsche Laden. Ah, wobei, doch, dich wollte ich da auch hinpacken. Das ist schon okay. 2020, okay, da fehlen mir 3 Bretter für, aber die kommen schon zeitnah. Wobei, brauchen wir im Moment doch nicht, da kann erstmal ein Frieden gesägt werden. So, wie sieht es schiffmäßig aus? Ich habe zu wenig fixe Schiffe. Also beziehungsweise das Problem ist, dass die drei einfach gerade alle auf dem Rückweg zum Headquarter sind. Aber das ist okay, dann kann ich die Leuchtdelfinen gleich noch mit Material bestücken und zur Kippeninsel fahren. Das ist okay. Ja, und dann friedle ich da nochmal so ein bisschen weiter und dann sehen wir uns wahrscheinlich echt jetzt. Dann sehen wir uns wahrscheinlich heute Abend wieder. Also, wir machen in dieser Folge einen Sprung zu heute Abend oder so. Bis dann. Da sind wir wieder und es ist so mittelmäßig vorangegangen hier. Also wir haben zumindest sämtliche Zigarren, also fast alle Zigarrendreher. Einer muss hier noch hin, wenn irgendwann in 2 Stunden dieser Kampf vorbei ist. Okay, den haben wir finally verloren. Das war zu erwarten. Jetzt habe ich natürlich den Calculator nicht bereit, aber ja, okay, der ist mir auch erstmal nicht so wichtig. Wir können hier... Oh, habe ich hier noch Ressourcen hergefahren? Nee, habe ich nicht. Damn, warum habe ich hier nicht noch Ressourcen hergefahren? Das wäre so sinnvoll gewesen. Gib mir Holz und Steine nach Kippen. Danke. Werden wir nämlich noch massig brauchen, denke ich. So, dann brauche ich erstmal dich, und zwar hier. Und dann... Wie wäre es denn damit? Hier. Und noch ein paar Feldern. Genau da. So, dann sind es doch immerhin 13 Zigarrendreher, die bedienen... 13 Tabakfelder, die bedienen 6 Tabakdreher, Zigarrendreher, whatever. Das ist okay. Oh, der Kampf ist in 35 Minuten fertig. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. Ja, ist voll gut. Dann können hier noch 2 weitere Felder hin. Das ist ganz hübsch. Hier hinten würde ich halt fast schon hinbauen, aber wir können das Lagerhaus da nicht hinpacken. Und dann müsste ich ein Lagerhaus hier hinstellen und das ist gerade alles so. Nee, lass halt mal nicht machen. Von daher... Ich habe hier irgendwie noch Garnisonen hingepackt, 2 Stück, weil ich dachte, es ist voll clever, hier den Rest ausladen zu können. Aber es ging dann trotzdem nicht und habe ich gedacht, nee, ich sehe es einfach nicht ein, dann noch mehr Garnisonen hinzubauen und habe es dann gelassen. Oh, wir haben aber voll viele Einnahmen statt. Wir könnten halt... ja, Calculator, mache ich dann. Was ich jetzt nämlich eigentlich machen will, ist gucken, wie das hier aussehen muss. Dazu gehen jetzt... Ich weiß noch nicht, welche hier weggehen. Okay, kurze Frage. Können wir hier irgendwo ein crazy Lagerhaus hinbauen? Das ist sogar schon zu groß. Das brauchen wir vielleicht gar nicht. Perfekt. Du nimmst die Fischerhütte mit, dann können wir dich nämlich wegreißen und können dafür... das da hinbauen. Das finde ich ziemlich fantastisch. Und dann können die 4 weg. Dann haben wir halt immer noch 4 Steinbrüche oder Steinmetze. Steinmetze. Das ist voll okay. So, und dann müssen wir gucken. Wir brauchen eine 5er Breite. Die habe ich hier auch schon angestrebt. Das ist sehr gut. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch einen extra Brunnen brauchen. I guess. In der Tat. Packe ich erstmal hier hin.
So, außerdem kommt das Haus weg und das Haus weg. Und, oh Gott, das wird alles ganz furchtbar. Aber okay, wird schon irgendwie funktionieren. Oh Gott, hier kommt alles weg. Moment. Ich kann das hier einmal rüberziehen. Ich habe hier so ein, das Layout. Ich habe die Tabelle auch nur aus dem Wiki. Und weil ich das für ein fancy Layout halte, was hier fast perfekt hinpasst, werde ich mich jetzt genau danach richten. So, das ist die Mitte. Du musst aus dem Grund weg, du musst aus dem Grund weg, du musst aus dem Grund weg. Das Ding ist da leider ein bisschen im Weg. Der Punkt ist, wir brauchen 34 Butzen. In dem Layout sind 38 vorgesehen. Das heißt, obwohl dieses Ding hier im Weg ist, können wir damit total arbeiten. Weil das muss 6, 9, 3, 6, 7, 8, es geht dann bis hier. Ja, das heißt, hier fallen zwei Häuser weg. Das ist tatsächlich verkraftbar. Aber ja, okay, ich reiß jetzt erstmal den ganzen Kram weg, ne? Es geht, glaube ich, nicht anders. Und du, und du, und du, und tatsächlich ihr drei. Na, wobei. So. Du kannst theoretisch da bleiben, aber eigentlich kannst du halt auch weg. Passt schon. So, und jetzt müssen wir gucken. Was ist denn CCH? Ist die Concert Hall. Die ist. Moment, wir haben eine. Ach, schade, ja, die muss auch weg. Und ganz ehrlich, der Shit da geht auch weg. So. Gib mir bitte die Concert Hall. Die geht hier hin. Dann deckt die nämlich alles ab, was sie abdecken muss, und wir kommen mit einer Konzerthalle hin. Perfekt. So, hier kommt die Universität hin. Die können wir noch nicht. Dann Medikus haben wir hier. Kommt hier und hier hin und deckt damit alles ab. Da sind wir mit zwei Medikutschern total gut dabei. Dann brauchen wir Schulen. Die sind auch noch. Nee, die sind hier, ne? Nee, sind die schon hier? Die sind schon hier. Die kommen hier hin und hier hin. Ich wollte gerade sagen, wait, das passt nicht. Aber das passt, weil nämlich hier und hier auch noch eine hinkommt. Und die Concert Hall braucht keine. Perfekt. So, dann brauchen wir Badehäuser. Das sind hier sind die. Die kommen hier hin und hier hin und hier hin und hier hin. Und decken dann alles ab. Und dann haben wir noch den Turnierplatz offen und die Universität, die wir noch nicht können. Das ist aber okay. Der Turnierplatz kommt hier hin und deckt alles ab, was er machen muss. Und die Universität kommt dann hier hin. Und dann können wir den Rest jetzt erstmal mit Gebäuden vollpflastern. Wobei, vielleicht will ich das noch gar nicht. Vielleicht lassen wir es erstmal so, wie es ist. Und gucken erstmal, wie weit wir aufwerten. Wir werten auf jeden Fall hier. Achso, und dementsprechend können jetzt die Brunnen auch wieder weg. So, Fun Fact habe ich übrigens aus den YouTube-Kommentaren. Danke dafür. Man kann Häuser upgraden einfach mit U. Ich wusste nicht, dass es Shortcuts gibt. Aber gibt es. Habe ich genug Steine? Nachdem wir relativ viele weggekarrt haben, könnte das knapp werden. Die verbrauchen den Shit. Zur Not reiße ich ein Haus wieder ab. Passt schon, wenn wir nicht genug Steine haben. Ich will jetzt halt nicht, dass die den Kram irgendwie unnötig lange verbrauchen, ohne dass wir da was Neues reinkriegen. Von daher. So, wie viele Kaufleute haben wir im Moment? 150 nur. Das heißt, wir haben da nur ein Haus verloren. Das ist okay. Can deal with it. Die sind auch nach wie vor happy, ne? Ja, das ist alles schön. Das ist alles gedeckt.
Sehr gut, dann aufwerten, 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 upgrade, 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 upgrade. Es passt genau von den Steinen her. Traumhaft. So, Ziegel haben wir auf jeden Fall genug. Wie viele Häuser haben wir denn dann? Das sind 7. Ach, dann haben wir 20. Das ist schon eine ganze Menge. Wie viel gehen da rein? 30. Perfekt, dann haben wir 600 Paragons. Und können außer dem Palast erstmal alles machen, was wir wollen. Vor allem die fortschrittliche Werft bauen. Kanoniere angehen, das Salpeter-Dinget bauen, das wird alles gar fantastisch, habe ich Bock drauf. Das ist endlich der Schritt, den wir brauchten. Es hat einfach alles viel zu lange gedauert. Geht das eigentlich? Nee. Kurz überlegt, ob es besser ist, wenn ich die Lampe ausmache, aber einfach nein. Es wäre vielleicht total okay, wenn die Cam... Nee, komm. Bleib einfach da. Egal. So, seid ihr startklar? Perfekt. Aufwerten, aufwerten, aufwerten. So, Zigarren haben wir dann. Jetzt muss ich mal gucken. Das wird schon passen, da geht es ja vorwärts und wir haben ja hier wahrscheinlich ein volles Lager. Naja, ja, okay, das geht schon. Jetzt hatte ich gesagt, wir 12 Dinger beliefern 6 davon, produzieren 3 pro Minute tatsächlich nur. Das ist gar nicht so viel. Aber deutlich mehr, als wir im Moment brauchen. Brauchen scheinen wir im Moment nur so um die 2 pro Minute. Das ist okay. So, ihr seid eingezogen. Dann gucken wir gleich mal, wie viel Kippen wir brauchen. Aber das sieht, finde ich, alles ganz hübsch aus soweit. Das sollten wir eigentlich easy rankriegen, außer dass ich in welche Richtung fahrten ihr? Wo sind denn die Kippenschiffe? Oh Gott. Die fahren vom Headquarter weg. Ja, yeah, okay. Nee, dann will ich die anderen jetzt noch nicht einsetzen. Ja, die sind gerade erst losgefahren, dann fahren die. Ich habe ja immer so... Ist es eigentlich total sinnlos, aber irgendwie habe ich ganz gern immer so den bisschen zeitlichen Versatz drin. Dann gucken wir doch erstmal, was wir hier noch kaputt machen können, weil wir haben ja jetzt weitere Optionen. Die Universität können wir noch nicht bauen, weil... Also können wir schon, aber wir haben noch keine Bücher. Und wir haben noch gar keine Indigo-Insel, ne? Habe ich die aufgeschrieben? Habe ich die vergessen? Die habe ich voll vergessen. Oder nee, warte. Wir brauchten... Die sollte mit in den Sweatshop, oder? Ja, 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 ja. Dafür brauchen wir Holz. Haben wir Holzfäller? Ja, einen. Ich muss mal gucken. Wie viel Holz verbraucht die Papiermühle doch gleich? 16 in 2 Minuten. Nee, aber... Okay, bevor wir da jetzt irgendeinen Unfug machen, lass doch einfach nochmal... Moment, wir haben 4 Holzfäller hier? Wo habe ich denn 4 Holzfäller hier? Oh, hier an der Seite, die habe ich voll nicht mehr gesehen. Ja, easy money. Ich habe das alles... Ich bin ja total dabei. Ich habe das alles vorbereitet. Ich habe einen Plan gehabt, offensichtlich. Ich habe ihn nur vergessen, aber hey, passiert. So, wir brauchen dann eine Universität, die braucht 4 Bücher. Nee, die braucht ein Buch in 4 Minuten. Das heißt, wir brauchen 2 Buchbinder.
die ich mir total leisten kann. Die setzen wir hier hin. Eine Universität, zwei Buchbinder. Das heißt, wir brauchen ein Buch pro Minute. Das heißt, wir brauchen nur zwei Papiermühlen. Das ist ja richtig entspannt. Ist das alles? Ich meine, die brauchen scheiß viel Holz, aber das produzieren wir. Easy going. Ich rechne es nochmal durch. Eine Universität verbraucht ein Buch in 4 Minuten. Um ein Buch in 4 Minuten zu produzieren, brauchen wir zwei Buchbinder. Die produzieren dann 2 in 8, was 1 in 4 entspricht. Zwei Buchbinder verbrauchen 8 Papier in 8 Minuten, also 1 pro Minute. Das heißt, wir brauchen zwei... Easy. Alles gut. Wir brauchen eine Handelsroute dafür. Ich habe noch keinen guten Namen. Ziegenstärke ist auf jeden Fall nicht der Name, den ich haben will. So, wir sind bei Sweatshop. Und ihr ladet ein Bücher. Und dann fahrt ihr zum Headquarter und ladet Bücher aus. Perfekt. Und das macht ihr beide. Das sollte locker dafür reichen. Also halt richtig locker. Jut, jut. So. Das verstehen, das ist jetzt auch sowas, das verstehen nur Buchhändler, glaube ich. Oder Leute, die mal in einer Buchhandlung gearbeitet haben, aber okay. Lassen wir so. Wie sieht's hier aus? Alles schön. Ah, Kleinfelder. Ich habe eine neue Goldinsel am Start. Ich weiß noch nicht, ob die gut wird. Das finden wir jetzt raus. Die scheint auf jeden Fall mehr... Das ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt haben wir schon mal 5 direkt hier. Die Frage ist, kommt da noch mehr? Finden wir es raus. 59 davon kriegen wir easy mit... 59 hiervon platt. Da mache ich mir gerade keine Gedanken drum. Da können wir halt einfach irgendwie 50 von denen... Ach komm, was soll der Geiz? Schick. Mach das so. Die sind nicht so teuer. So, mir geht es erstmal nur darum, hauptsächlich möglichst viel von der Insel aufzudecken und da reichen die beiden jetzt erstmal, um zu gucken, ob wir hier noch weitere Goldvorkommen haben oder ob sich das auf 5 begrenzt. Das ist soweit ganz gut, das ist am Start, da muss ich, ja, ist jetzt 7:15 oder so ungefähr. Ja, da kann ich, also ich werde hier heute im Laufe des Abends ohne Aufnahme noch ein bisschen weiter die Kippeninsel ausbauen, wobei... Brauchen wir gar nicht, ne? Ne, guck mal, wir brauchen 2 pro Minute, da sind wir locker drüber. Wir sind bei 3 pro Minute, alles gut. So, die Frage ist, die Frage ist die Antwort. Der Punkt ist, wir bauen jetzt hier... Ich muss mal gucken, das geht bis ein unter die Schule. So, und dann können wir theoretisch noch 2 Hütten mehr weglassen. Also das hier werden auch noch alles Paragons. Aber ganz ehrlich, das muss ich nicht jetzt machen. Das muss ich überhaupt nicht jetzt machen. Fisch haben wir aber trotzdem genug. Bei Fisch ist alles schön. Also könnte ich jetzt wahrscheinlich noch machen, aber ich lasse das erstmal so. Man muss ja auch nichts riskieren. So. Lass mal ein paar neue Sachen bauen. Nämlich die Universität, die wird natürlich erstmal noch nichts haben, also sie wird erstmal noch keine Bücher haben, aber das ist okay. Dann ist sie schon mal gebaut. Dann bitte die Werft. Shit, wo packe ich die denn hin? Habe ja nicht mehr so viel Platz an der Küste. Ah, die kann ich hier oben hinsetzen. Kann ich die auch hier hinsetzen? Geht, ne?
Total. Gott, die Dinger sind teuer, die kann ich mir nicht leisten. Dafür brauchen wir tatsächlich hier mehr Kaufleute. Das Layout habe ich hier auch irgendwo offen. Das ist die falsche Box. Ich wollte die Box und dann senkrecht. Okay. Ja, komm, Pferde kriegen wir ja mehr als genug. Das heißt, du kannst da oben einfach mal auf ein bisschen was verzichten. So. 4, 5. Und dann mal, wie viel? Mal 5? 1, 2, 3, 4, 5. So. Du kommst weg. Ich weiß, ihr seid gerade alle hart unterversorgt. Das ist aber okay. Dann kommt ihr 4 hier weg. Dann kommst du da wieder hin. Dann bauen wir. Bin ich blind? Habe ich nicht genug Steine für den Shit? Das wäre jetzt halt richtig bitter. Gucken wir gleich. Wir brauchen eine Taverne. Die deckt die alle ab. Wir brauchen ein Badehaus. Das kommt. Ach shit, ich habe die Taverne falsch platziert. Ah, vielleicht geht das auch so. Du kommst auf jeden Fall dahin. Ah, für eine Schule fehlt mir Steine. Egal, geht das hier mit der Schule? Nee. Ah, wobei, vielleicht doch. Ja, das geht. Die Schulen kommen hier so hin. Also eigentlich sollte die Schule hier hin. Aber das können wir in dem Fall auch tauschen. Das passt schon. Das ist okay. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall noch einen Medikus. Den kann ich nämlich bauen. Wenn ich ihn finde, da ist er. There we go. Und das gleiche Set können wir nämlich nochmal hier drunter packen. Wir brauchen halt nur erstmal mehr Steine und das wird ein bisschen dauern. Da komme ich heute nicht mehr wahnsinnig weit, aber das ist vollkommen okay. So, das heißt, ich würde jetzt die tatsächlich auch erstmal da lassen, wo sie sind. Ah, wobei. Nee, die haben die Schule schon als Grundvoraussetzung. Das heißt, die bleiben da nicht drin wohnen dann. Gut, wir lassen das so. Fisch ist okay. Alles gut soweit. Gut, wir warten einfach Steine ab. Bauen hier noch eine Schule hin. Und warte mal, die Taverne deckt doch... Ah, nee, die deckt nicht alle ab. Dann kommt die Taverne hier hin. So, die beiden waren nämlich nicht mit abgedeckt. Okay. Dann ist das aber alles gut. Dann lassen wir die erstmal so. Dann kommen hier und hier noch eine Schule hin. Sobald wir uns das leisten können. Und dann müssen wir zu... Wo ist denn unsere Schnapsinsel hier? Hat die Ressourcen? Ich glaube nicht ausreichend für das, was sie machen will, oder? Doch. Perfekt. Zweimal Salpeter. Ist alles, was ich haben wollte. Transportieren wir eigentlich von irgendwoher Kohle auf die Hauptinsel? Sieht voll nicht danach aus, ne? Ist halt gar nicht mal so geil.
Wir produzieren hier doch safe zu viel Kohle, oder? 2 pro Minute. Und die brauchen 64. 1 in 2 Minuten, meine ich. Nicht 2 pro Minute, aber eine Kohle in 2 Minuten. Und die brauchen... Nee, die brauchen 62. Okay, wir produzieren hier massig genug Kohle. Alles klar, das ist Mador. Neue Handelsroute erstellen. Wegpunkt Mador. Kohle. Du kannst schon mal losfahren. Wegpunkt hinzufügen. Headquarter. Kohle ausladen. Danke. So, ich wollte es erst Kohle, Kohle, Kohle nennen, aber da wir nur 2 Packen einladen, muss das reichen. So. Das ist soweit hübsch. Dann brauchen wir von der Schnapsinsel. Wait. Ich wollte gerade sagen, hier muss es eine Handelsroute geben. Die hier macht einfach noch gar nichts. Wir brauchen vor allem auch Schiffe. Lass mal kleine Schiffe bauen. Das ist die falsche Werft. Dich brauche ich. Bau mehr kleine Schiffe, bitte. Und du genauso. Okay, dann Handelsroute. Dich. Ich habe gerade so viele Dinge im Kopf, die alle total sinnlos sind. Ich wollte sie gerade, ich hoffe, sie mögen, Schwefel nennen. Das macht aber gar keinen Sinn. Ich bleib dabei und nenne die einfach Stumpfsalpeter. So, Wegpunkt hinzufügen. Schnaps. Dann wird da bitte 2-mal Salpeter eingeladen. Oh, ich muss sie noch an ein Lagerhaus anbinden. Ich glaube, die eine Salpetergrube, wie auch immer die Dinger heißen, ist das eventuell durch den Kontor, aber die zweite ziemlich sicher nicht. Hierhin ausladen. Und dann muss ich da gleich noch kleine Schiffe dazu packen, aber das ist okay. Das machen wir dann. So, dann gucken wir nochmal hier hin. Du bist safe über den Kontor angebunden. Du bist über nichts angebunden. Das ist okay. Ich spendiere dir hier ein kleines Lagerhaus. Werd glücklich damit. So, wie heißt das Ding? Siederei. Salpeter-Siederei. Alles klar. Gut, die können erstmal ein bisschen produzieren, bevor die ersten Schiffe kommen. Und in der Zeit platzieren wir hier eine Pulvermühle. Erstmal eine. Und eine Kanonengießerei. Wait, was ist das? Achso. Das ist die... Okay, das ist Schießpulver. Ich dachte gerade, das ist Kohle, aber nein, das ist Schießpulver. Du produzierst einen 4, du brauchst einen 8. Ja, okay, easy money. Dann packen wir das dahin. Und dann bauen wir das hierhin. Und sobald die Kohle- und Schwefellieferungen losgehen, was wir heute noch auf den Weg bringen können, das wird nicht mehr seinen Weg in die Folge schaffen, aber das ist ja literally nur noch Schiffe hier zuweisen, alles andere läuft ja. Dann sind wir an dem Punkt, dass wir endlich Kanoniere produzieren. Fucking finally. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen mehr Gold. Das kriegen wir hier durch. Ich werte den Batchhäuser vielleicht dann heute noch ohne Aufnahme auf. Das kann gut passieren. Und also sobald die Schulen da stehen, kann ich das ja letztendlich machen, weil dann sind die voll versorgt. Dann werte ich die auf Kaufleute auf. Einfach, also würde ich idealerweise noch machen, wenn das reicht. Wie viel Stein braucht denn das Ding? 120, okay, 120 ist einiges. Ihr braucht wie lange zum Produzieren? 5, 6 Minuten?
7. Fuck. Okay, das heißt, wir kriegen 4 in 7 Minuten. Okay. Das heißt, wir kriegen weniger als 40 in der Stunde. Boah. Das ist halt richtig beschissen. Aber ja, machst du halt nichts. Da habe ich irgendwo noch Steine rumliegen, den wir nicht brauchen. Hier wären 40 über, die könnten wir einsammeln. Hier sind 140 über, das klingt nach dem Plan. Obala. Du fährst mal bitte nach Lähm. Na, 20 lohnt nicht. Die brauchen wir hier. Da ist nichts über. 20 lohnt nicht. 0. 20. Schon überall gut gehaushaltet, ne? Da kommen wir gerade her, glaube ich. Muss hier noch was hin oder sind wir hier good to go? Wir sind hier schon good to go, oder? Also du wartest halt einfach drauf, dass... Ja, okay. Ressourcen rankommen. Weil die Papiermühlen halt erstmal an den Start kommen müssen. Ja, aber das ist doch richtig entspannt jetzt, oder? Easy. Also fährst du bitte nochmal zum Sweatshop. Dann holen wir uns die Steine einfach von da. Das ist okay. Dann baue ich dann noch die Schule. Werte das auf Kaufleute auf. Das ist ja dann literally nichts mehr außer U drücken. Mit den beiden Schulen hier, damit die voll versorgt sind. Und dann können die Kaufleute einfach schon mal, während ich pennen bin und morgen den ganzen Tag arbeiten bin, einfach in Ruhe Gold produzieren. Und hoffentlich nicht zu viel fressen. Ich hoffe, wir haben dann keine Unterversorgung mit Zigarren. Da müssen wir mal gucken. Aber das sollte eigentlich alles... Oh, das könnte ein Problem werden. Die Goldringe. Ja, im Moment passt das, aber... Für die Menge wird das nicht passen. Aber dann, ja, das ist ja, es ist ja kein Grundbedürfnis. Das ist ja Luxus. Dann produzieren die halt ein bisschen weniger Gold. Das ist okay. Hauptsache, der Grundbedarf ist gedeckt und das ist dann definitiv gegeben. Also da sind wir safe. Dann produzieren die halt nicht 2 Gold pro Kaufleut, sondern halt nur, keine Ahnung, 1,6 oder so. Scheiß drauf. Aber die können dann schon mal produzieren, weil ich will Schiffe. Definitiv. Das könnten wir theoretisch schon mal einen Auftrag geben, aber das kostet halt so viel. Also, nee, können wir nicht. Ich dachte, das Baumaterial müssen wir nicht upfront bezahlen. So einen Schoner würde ich halt auch nur bauen fürs Achievement, glaube ich. Der Rest, also ich brauche den, glaube ich, nicht. Wir können die als Handelsschiffe einsetzen, theoretisch, aber dafür sind die mir zu teuer. Ich will gern 2 hiervon haben. Und dafür brauchen wir halt einfach 60.000 Gold. Und scheiß viele Segel und Stahl. Aber Stahl haben wir. Segel haben wir auch nicht wenig. Und da kommen auch neue nach. Das ist alles gut. Also das dauert dann einfach, bis die gebaut sind, aber das ist okay. Alright, das wird alles fantastisch. Endlich Progress. Fuck yeah. So, du kannst zurückfahren. Und ja, die hatte Stein drauf, aber wie gesagt, Stein brauchen wir hier, wenn wir hier weiter den Spaß ausbauen wollen. Das ist okay. Und dann müssen wir halt nur noch mal hoffen, dass hier irgendwie in 45 Minuten rauskommt, dass hier in dem angrenzenden Gebiet einfach noch mehr Gold da ist. Das wäre fantastisch. Weil sonst müssen wir doch eine 20er Insel nehmen, wenn das jetzt wieder bei 5 vorkommen bleibt. Aber ja, die Insel davor sah halt wirklich aus, ne? Hier so ein Knick, ein Feld mit Gold, dann hier wieder ein Knick. Hier ein Feld mit Gold, wieder ein Knick, hier ein Feld mit Gold. Und es waren halt einfach, du hattest hier halt keine gerade Linie. Das war halt richtig furchtbar. Mal gucken, wie das so wird. Okay, ich glaube, die Folge ist lang genug. Progress. Ich bin richtig happy.
Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir heute da hinkommen, aber it läuft. Wenn die Schiffe hier in x Stunden fertig sind, es geht relativ fix, in 2 Stunden wahrscheinlich, das könnte heute noch was werden, schicke ich die mit auf die Salpeter-Route. 1 reicht da tatsächlich. Irgendwo müssen wir noch Schiffe hinpacken. Irgendeine Route hatte noch zu wenig Schiffe. Ich glaube, die Schnapsroute braucht auf jeden Fall noch 1. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Die Mechas 3 Go braucht, glaube ich, auch noch 1. Die kommt mit 6 nicht hin. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Naja. Vor allem können wir uns bald 18 Inseln leisten. Die produzieren mir jetzt schon einfach mal fast 26 Liebe. Nein, 26 Gunst in der Stunde. Das ist schon ganz okay. Und da kommt vor allem bald die Universität noch mit dazu. Sobald Bücher am Start sind. Das wird richtig nice. Die verbraucht 1 in 4 Minuten. Wie viele Schiffe habe ich auf der Libri-Route? 2, okay, easy. Das reicht Masse. Das reicht Masse. Nice. Dann vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.